Das letzte Mal haben wir ein Weltwunder errichtet. Unsere Pyramide, die für Jahrhunderte von Millionen Jahren stehen bleibt. Doch dieses Mal werden wir ein Heer anführen und unsere Feinde vernichten. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Age of Empires, die Divinity Edition. Ja, das letzte Mal haben wir die Anweisungen uns angehört. Denn wir sind jetzt der Befehlshaber, der Kanan eingreifen soll. Und wir befehligen die erste Welle, aber vorher lesen wir uns noch kurz die Geschichte durch. Die ersten 22 Jahre seiner Herrschaft regierte Thutmose III. Ägypten zusammen mit seiner Tante Hatschepsut. So. Während ihrer Herrschaft waren die beiden Monarchen gleichberechtigt und teilten die Aufgaben untereinander auf. Thutmose III. Wurde die ägyptischen Armeen eine Erfahrung, die sich später während seiner alleinigen Herrschaft als sehr nützlich herausstellte. Nach dem Tod von Hatschepsut wurde Thutmose III. Alleiniger Herrscher und begann damit, alle Texte, die sich auf seine Tante bezogen, zu entfernen. Unter seiner Herrschaft errichtete erreichte Ägypten sein größtes territoriales Ausmaß. In 17 Feldzügen eroberte Thutmose III. Syrien und das Morgenland im Norden, sowie Nubien im 4. Katarakt im Süden. Eines der wichtigsten Ereignisse in Thutmose III. Feldzügen war die Schlacht von Megiddo in Kanaan. Die Kanaaniter, Stadtstaat vereinten sich unter der Führung der Könige zweier Städte, Megiddo und Kadesh. Sie erstellten eine Armee auf, die Thutmose III. Kräfte bedrohten. Die Ägypter besiegten die kanaanitische Armee, die sich in die Stadt Megiddo zurückzog. Nach einer langen Belagerung wurde die Stadt eingenommen, geplündert und die Einwohner hingerichtet. Die Schlacht von Megiddo ist eine früheste Schlacht der Geschichte, die relativ zuverlässig und detailliert aufgezeichnet wurde. Die Nachfolger von Thutmose III. Waren oftmals genau so erfolgreich und mächtig. Amenhotep III. Führte Ägypten zu seinem kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Höhepunkt. Anstatt seine Nachbarn mit Gewalt dazu zu bringen, die ägyptischen Interessen zu wahren, verließ sich Amenhotep III. Auf Diplomatie und dem riesigen Reichtum seines Königreiches. Das ägyptische Reich genoss während seiner Herrschaft und der Herrschaft seiner Nachfolger Stabilität mit Ausnahme einer Serie von Zusammenstößen zwischen Anhängern und Kulturen von Amun und Athen. Athen, die Priester von Amun. Uno momento. Ja. Nochmal, da bin ich wieder zurück. So, genoss während deiner Herrschaft eine nachfolgende Stabilität mit Ausnahme einer Serie von Zusammenstößen zwischen Anhängern und kulturellen Kulte von Amun. Und Athen. Die Priester von Amun wurden sehr mächtig und einige Pharaonen versuchten die Macht des Kultes durch eine Stärkung des rivalisierenden Kultes von Athen zu schwächen. Der Sohn von Amenhotep III., Amenhotep IV., war einer dieser Pharaonen, indem er den Namen Echnaton zu Ehren des Gottes Athen angenommen hatte, unterbrach die traditionelle ägyptische Religion durch Errichtung einer quasi monolithischen Religion. Nach seinem Tod wurde der Kult von Amun jedoch zu seiner ursprünglichen Beliebtheit zurückgeführt. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts vor Christus unterdrückten wandernde Völker bewaffnet mit Eisenwaffen die Zivilisation der Bronzezeit im Nahen Osten. Diese Periode ist als das
als der Kollaps der Bronzezeit bekannt. Um 1051 vor Christus wehrte Pharao Ramses III. Eine Invasion der Seevölker ab und verzögerte Ägyptens Untergang. Nach seinem Tod ging Ägypten jedoch unter und wurde letztendlich von fremden Mächten wie den Nubiern, den Assyrern und Persern besetzt. Ja, so geht das auch wieder los, meine lieben Freunde. Und ja, zerstören die Regierungsgebäude des Feindes, was sich hier hinten befindet. Der Feind befindet sich hier hinten, nicht das Regierungsgebäude. Wir haben Streitwagen. Meine Freundin hat sich gerade bewegt. Ne? Tschüss! So, Entschuldigung. Wir haben hier eine kleine Basis, einen kleinen Kornspeicher. Ich, der Heerführer der ersten Welle, befehle meinen Sammlern erstmal das Sammeln der Bären, die dort sind. Dann befehle ich die Streitwagen, sich verbesserten Bogenschützen. Ich weiß es noch nicht, wie ich es hier anstellen sollte. Ich soll die erste Welle führen, ja. So, ich zur Sicherheit versende ich einige Dorfbewohner noch zum Holzhacken und bilde noch drei junge Leute aus, damit sie dort noch etwas Holz, denn wir brauchen erstmal Holz. Wir haben schon mal eine Kaserne errichtet, aber eine Bogenschießanlage haben wir errichtet. Dann brauchten wir noch lasse ich noch meine Leute, meine Forscher erforschen, wie man den Bogen verbessern könnte. So, Holz und Nahrung wird gerade gesammelt, während der Feind schon ein paar Kundschafter aussendet. Werde ich erstmal meine Streitwagen hier noch etwas unterstützen. Während ich noch von meinen Förschern noch etwas den Bogen verbessern lasse. Holz wird gesammelt. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht hier vorne noch einen Stall baue. Oder eine Akademie oder eine Waffenschmiede. Ich gucke eben schnell den Technologiebaum meiner Elefantenschützen. Die halten so viel aus. Das finde ich so. Darum liebe ich die Elefanten. Die kann ich nicht. Die Elefantenbogenschütze, ja, Eisenzeit. Ich weiß, Steinwerfer. Waffenschmiede. Die kann ich leider nicht. Alles, was hier grau ist, kann ich leider später nicht kriegen. Den Sensenwagen, ja, den kann ich kriegen. Den Hochadel. 120. Aber Eisenzeit. Ich bei den. Ich weiß noch nicht so, wie ich. Mit welchen. Mit den Kriegselefanten. Ich glaube, mit dem Bogenschützen und mit den Elefanten könnte ich ordentlich was rausreißen.
Wenn ich das alles noch dazu erforsche, zumindest das hier Catnap für die Elefanten, das macht so schon einiges her. Das macht so einiges her. Geschütztürme, ja, dafür brauche ich das. Ballistik. Ich habe, glaube ich, schon eine Idee, wie ich den Feind überrennen könnte. Das hier hält mich eigentlich schon relativ gut über Wasser. Der Feind kommt jetzt auch schon von vorne. Aber dafür habe ich schon bessere Bögen. Der Feind bedacht sich darauf, ich baue jetzt erstmal da einen Stall und lass meine Bögen nicht hier so draußen rumstehen. Die kommen sofort wieder hier rein. Bleibt hier. Von mir aus könnt ihr die ganzen Axtkämpfer erledigen, da habe ich keine Probleme mit. Dafür brauche ich noch Gold. Der Feind kommt ja anscheinend so rübergelaufen. Ich habe, glaube ich, etwas. Ich brauche Gold. Kurzschwerter. Lagergrube habe ich nicht zufällig hier irgendwo. Nein, nein. Ich habe nur. Dorfbewohner bewegen sich schneller. Ich könnte auch einen Marktplatz bauen. Das würde meiner Stadt noch etwas helfen. Brauche ich noch das Einzige, was ich brauche, ist Gold. Kamelreiter, ja. Erhöhter Schaden. Und auch. Da kann ich mir den Holz schon mal verbessern. Und eher, wenn ihr eine Ratte mal meint, noch den Ackerbau lasse ich dann noch erforschen. Damit ich hier mein Heer etwas verbessern kann, während der Feind immer wieder Kundschafter schickt. Was ich relativ scheiße finde. So, Ackerbau. Habe ich zu wenig Nahrung. Oh, super. Dann schicke ich hier noch einen, der ihnen hilft. Und lass aber erstmal von denen hier, weil wir Holz haben wir genug, zur Sicherheit hier mal eine Lagergrube errichten. Meine Bogenschützen. Streitwagen. Was habe ich jetzt gebaut, dass der Streitwagen frei ist? Nein! Nein, ich brauche euch beiden. Ich brauche nur. Nein, pfui. Euch brauche ich noch für später. Euch setze ich einmal dahin. So. Ja. Gold. Gut, die brauchen dafür Gold. Aber um überhaupt da ranzukommen, gucke ich mir eben schnell an, was ich jetzt am besten bauen kann. Von meinem. Dafür brauche ich Gold. Ich muss erstmal die einen Turm da besiegen, damit ich. Der hat 125, der hat 100 Punkte. Der hat 100, der hat 125, der hat 600. Darum finde ich die Elefanten, der gibt da einfach nur Bombe. Das habe ich schon anscheinend freigeschaltet. Das ist das nächste. Dafür brauche ich aber Gold. Ganz viel Gold. Dafür helfe ich gegen alle. Meter Schaden gegen alle Pferde und Angriff plus 6. Angriff 15. Angriff 7. Ist der Streitwagen eigentlich besser? Ja, der Streitwagen.
Reichweite. Kompositbogenschützen habe ich, ja. Das hilft mir. Der hilft mir eigentlich nur gegen. Oder die Akademie. Waffenspiel oder Akademie. Ist für eigentlich auch am besten. Angriff. Ich glaube, ich habe jetzt erstmal für den Anfang habe ich was. Einen Stall habe ich. Sowieso mal die beiden, genau. Hier unten kann ich mir meine Waffenschmiede schon mal recht festsetzen. Aber von da oben kommt der Feind. Ich wollte gerade sagen, wollte nicht bauen. Nahrungserhaltung habe ich ja schon mal. Ich krieg da. Ich muss mich hier erstmal richtig befestigen. Stein brauche ich auch noch. Ich schicke mal einen Streitwagen voraus, um zu gucken, wo, wie weit ich hier rein rauskomme. Ne? Er hat nicht gerade sehr viel zum Erkunden. Ne? Aber hier vorne ist schon der Feind. Hier vorne ist schon der Feind. Er wartet hier schon auf uns. Die Bogenschützen interessieren mich gerade gar nicht. Den Kornspeicher kann ich hier auch hinbauen. Muss ich aber eben kurz warten, bevor ich mein Spiel etwas noch weiter schicke, denn wenn der Kornspeicher fertig ist, wollen die nämlich die Bären sammeln. Das will ich nicht. Nächstes baue ich die Akademie. Jetzt kann ich auch den hier weiter schicken, um zu gucken, was so als nächstes auf mich wartet. Das Gold könnte ich kriegen. Weil mit dem Steinwerfer. Ich habe keinen. Der braucht schon wieder Gold. Die Dinger brauchen Gold. Das Raster. Rasterbein, Alter. Die brauchen auch Gold, oder? Ja, klar. Fuck. Ich muss irgendwie. Homositbrummel muss auch Gold dafür. Der Forscher kein Gold gekostet, das ist das da. Wagenschütze, es geht mir auch geil. Damit kann ich den Bogenschützen weglocken. Hier kann ich nichts Besonderes. Ja. Den Streitwagen. Ich glaube, ich krieg so langsam die Idee. Da ich Gold brauche. Ich brauche ja verdammt viel Gold. Die Kompositbogen. Oh Gott, wo. Meine Holzfäller sind ja schon mal. Ja. So, warte mal. Mit hier erstmal gleich was zu haben. Hier eine Lagergrube hier, da als nächstes hin. Du, mein Freund, gehst dahin. Ja, dann. Da, du bist nämlich zu weit weg. So, die Streitwägen. Ich kann nicht. Ich lasse erstmal 5 Wagenschützen ausbilden. Und dann noch 3 Streitwägen. Meine Kompositbogenschützen schützen mein Lager mit den Türmen. In jedem Tor ist ja ein Turm. Ich bräuchte noch Stein, aber gewaltig. Und Gold. Ich habe noch einen Goldvorrat. Schickt die mal dahin. Ja, so, jetzt bin ich ja schon ordentlich am Befestigen und schon mal den Streit mal ausmachen, damit ich ja schon mal in das Goldvorkommen da vorne hinkomme. Das ist schon mal was Gutes. Mit den Bogenschützen werde ich hauptsächlich erstmal den Bogenschützen den da hinten rauslocken. Und die anderen Bogenschützen da hinten. Gut. Gucken. Warten wir mal, bis die Streitmacht fertig ist. Euch hat das Video gefallen und ihr möchtet noch mehr sehen? Dann lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke.
Like dieses Video und wenn ihr noch mehr sehen wollt, klickt auf eins dieser beiden Videos, die ich euch reingepackt habe. Das eine ist es aber ein anderes Projekt und das andere ist die Playlist zu diesem Let's Play. Also von mir aus sage ich tschüdle, haut rein, ich bin jetzt und bis dann.